Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Secret of Mana 2 in der deutschen Übersetzung von den G-Trans und die Version 2.02. Mit dabei ist der Kibbel. Grüß dich, Kibbel. Grüß dich. Und grüß dich, Mary. Hallo. So, wo ist der König versteckt? Verratet es mir. Wenn alles richtig gelaufen hat, sehen wir uns diese Folge heute am Freitag. An einem Freitag. Oder auch nicht. Wir werden es sehen. Nur bei 20 Views. Wenn ihr genauer informiert werden wollt, abonniert mich auf Facebook. LOMPKHunter MSLP. Genau. Und den YouTube-Channel könnt ihr natürlich auch abonnieren. Es gibt übrigens auch einen Blog, der ist auch immer cool verlinkt. So, wir haben es total verlaufen. So. Ja. Ey, der Blog. LOMPKHunter-LP.de. Verdammt. Ich bin total verwirrt. Genau, macht Werbung bei euren Freunden, Kindern und was auch immer, Hunden. Ganz wichtig, macht ganz viel Werbung, vor allem im Kindergarten. So, genau. Durin, was gibt's? Ich halte sie in Schach, geht voraus zum König. Alles klar. Got it. Check. Gut, es ist nur bewusstlos. Klingt auch sehr deutsch, ne? Ich würde schreiben, sie nur bewusstlos. Sie nur bewusstlos sein. Ja, ne, ich hab doch so ein türkisches Deutsch. Das ist der König. Koren, du bist Koren, ne? Ich bin Koren, ja. Ja. Hehehe, endlich treffen wir uns. Oh, edler König Richard. Dann bin ich der König. Ja. Es war tatsächlich der Zauberer des Roten Lotus, der in jener Nacht hier eindrang. Sag mir, warum möchte Valda die Königin von Altena vor Sena angreifen? Ganz einfach. Wir brauchen eure Mana-Steine. Und nichts und niemand wird uns aufhalten. Aber ich habe keinen Meilenstein. Das Einzige, das die Königin bedauert, ist, dass sie hier beim Triumphzug nicht dabei sein kann. Gewiss. Ist das alles, was ihr zu sagen habt? Murmel. Na schön, dann stirbt. Jetzt. E-Gitarre. Stopp! Komm her, du blöder, komischer Typi. Ich hau dir rein. So. Oh mein Gott, er ist weg. Er ist gesetzt. Oh, ihr habt Besuch. Dann bis zum nächsten Mal. Feigling. Tja, wer drückt von uns weiter? You asshole. Er ist wieder durch die Wand gelaufen. Er ist voll blöd. Aber nächstes ist der König dran. Eure Majestät. Ja. Durin. Durin. Gibt's so eine Band, die das so? Ja, yeah. Allerdings. Die hat bestimmt ihren Namen von diesem Spiel. Ausrufezeichen. Aber die, glaube ich, aus der 80er kommen die. Oh, egal. Ja. Wir suchen nach den Mana-Steinen und deren Mana-Geistern. Bitte sagt uns, wo sie sind. Es ist Mana. Eine Fee. Ja. Damals, als ich gegen die Drachen kämpfte, gab es ebenfalls eine. Ich war einer der Auserwählten. Wirklich? Sind Sie sich ganz sicher? Der Drachenkaiser setzte ihrem Leben jedoch ein Ende. Somit muss sie eine andere Fee sein. Das bedeutet, dass die Welt erneut in Gefahr ist. Muss das nicht Mana-Geister heißen? Nicht Mana-Geister? Es gibt die Mana-Geister. Ja. Okay, klingt blöd, ja. Den Mana ganz sehr hätte doch dahin. Egal, das kann, können wir im Video nochmal auseinandernehmen. Weiter geht's. Es gibt 8 Mana-Steine auf der Welt. Und eine Fee. Aus jedem der Steine geht eines von 8 Elementen hervor. Erde, Wasser, Feuer, Wind, Licht, Dunkelheit, Mond und Wald. Die Fee erklärt das Feind, ja? Nein, das erklärt der König, da stand nicht Fee. Das ist die Fee erklärt das. Nein, da ist nur die Fee, damit man weiß, die Feen haben was damit zu tun. Ich bin ganz sicher, die Fee erklärt. Da stand doch aber nicht Fee-Doppelpunkt davor. Nein, das macht wirklich die Fee. Die erklärt es noch Fee. Dann ist es eine besonders männliche Fee. Ja, okay. Ja, genau. Dann macht jetzt halt die Fee weiter. Fee, mach du weiter. Ihr habt keinen Bock mehr, ich bin in der König. Da kommt danach. So faul. Okay. Jede Mana-Stärke von einem entsprechenden elementaren Mana-Geist bewacht. Da siehst du, ich hab dich besiegt. Ich hab dich besiegt. Gefunden haben wir bis jetzt die Erde, die Patronin des Lichts und Rocky, den Patron der Erde. Also Laterna ist tatsächlich weiblich. Ja.
Das war die ganze Zeit. Jetzt kommt der König wieder. Dann fehlen noch 6. Ihr solltet nun zum Mana-Stein des Windes gehen. Er befindet sich im Windkorridor in Rolante. Ihr könnt ein Schiff nach Palo in der Handelsstadt Bützel nehmen. Bing. Da stelle ich mir so ein bisschen immer den Ton von Metal Gear Solid vor. Ja, genau. Ja, ich verstehe, danke. danke. Die Patronen des Windes, Elektra, kann euch helfen, die restlichen Steine zu finden. Kommt wieder, wenn ihr sie gefunden habt. Viel Glück. Good luck. Wir haben nur noch euch, ihr seid unsere letzte Hoffnung. The next mission. Wir haben Kolomoka. Ein Zelt davon muss hin, aber es ging fort, um den roten Zauberer zu finden. Nun, wir haben ihn aber selber gefunden, du Blödmann. Haha. So. Dann fehlen noch 6. Bla 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 bla. Könnt ein Schiff nach Pablo nehmen. Also zurück zur Handelsstadt. Ich bin der König. Bla, 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 bla. Ich glaube, wir sollten einfach mal zurück zur Handelsstadt. Ja, tatsächlich. Würde ich auch sagen. Das ist natürlich total praktisch. Meinst du, dass hier noch irgendwelche Leute leben, mit denen wir reden können? Ich hoffe eigentlich, dass du so ein Zauber irgendwie so ein Einkaufsladen irgendwo so. Ich glaube. Einkauf. Oh, guck mal da. Ich bin sein Freund. Bon voyage. Nein, ich bin sein Bruder. Bonjour. Wenn ihr zurück nach Meyer wollt, dann könnt ihr die Kanone verwenden, die er mir gegeben hat. Natürlich. Allerdings ist sie noch nicht einsatzbereit. Kommt später wieder. Kommt später wieder. Ich bin blöd. So, ich habe das Gefühl. Ja, wir sind ja wieder mitten im Schloss. Wieso laufen wir eigentlich wieder ins Schloss? Was mir ja irgendwie sicher. Du wolltest einen Kaufmannsladen besuchen. Ja, ist er gleich da hinten oder so? Nee, aber doch nicht im Schloss. Ich weiß nicht. Innerhalb der Stadtmauern, ja, aber nicht im Schloss. Wenn du das sagst. Gut, hier ist. Ja. This is a motherfucking inn. This is inn. Noch Bali. Wenn wir Glück haben, sind in der nächsten Welt. Welchen nehme ich nur davon? Ich kann mich nicht entscheiden. So ein Grauen, ne? Nimm mal den Grauen. Hey, cool, das hat sich total gelohnt. Das ist das notwendigste Item. Das ist wahrscheinlich der Red Herring. Das Grauen. Voll sinnvoll. Habe ich schon mal erwähnt, dass du, Kibbel, hier total aussiehst wie so ein Goku? Ja, schon 100 Mal. Okay. Siehst du immer noch aus wie so ein Goku. Ja, ich weiß. Aus wie cool. Ich red wie ein Türke. Du bist Son Kulo. Son Kulo bist du, genau. San Mizuno, oder? Oh, achso, okay. Na egal. Wir haben es geschafft. Spiegelspeicher. Ich will neue Waffen, die gibt's hier auch. Ja, ich will erstmal mit der Feuer reden. Vor kurzem lief ein Schiff nach Yard aus. Zu Wendel ist das der nächste nichts gelegen. Ich kann nicht mehr sehen. Was? Yard wurde angegriffen. Das ist ja schrecklich. Total. Total Wahnsinn. Das ist einfach unglaublich. Kaufmannsladen. Ja, Mary geht erstmal durch die Wand. Genau. Oh ja, Schokis. Ja, Tuna das ganze Geld wieder verhauen. Wir brauchen noch Geld. Zaubern können wir auch noch nicht großartig, brauchen wir noch keine Beine müssen. Da hat er recht, ja. Ja, auf Wiedersehen. Kein Money mehr für den Panzer und so. Wenn ich das mal so sagen darf, hier ist ein Hund. Ja. Ich hab gedacht, er ist tot. Oh mein Gott. Ach du, ein bissiger Hund, na total. Mama sagt. Mädchen. Dann bist du ja total Mädchen am Sprechen. Ja, weißt du, was? Wie Forrest Gump. Mama sagt immer, man soll es nicht übertreiben. Ah, ja, die weiß Bescheid, die Mama. Geh aus deinem komischen Einkaufsladen. Nehmen wir erstmal den linken Mann. So, willkommen. Kauft euch mal coole Waffen, Alter. Oh, jetzt noch ein Legion-Anschuh, ein Framer und ein Baseler. Das habt ihr schon. Gibt ein schnelles Jahr ein. Ich denke, da drüben sieht's auch nicht besser aus. Voll das Kuhdorf hier, ey. Oh, vielleicht.
Guck mal, ein Lederband und ein Libellenohrring. Ohrringe haben Bell. Ich darf die Ohrringe anlegen, das wäre toll. Libellenohrring? Was soll denn das sein? Ein Unterarm, was? Ach, Unterarm. Das krieg ich. Das kriegst du, gell? Ich krieg nur so ein kindliches Ein Unterarm. Der kriegt die Ohrringe. Das ist voll unfair. Es schiebt dann wieder am Rand. Ein Lederhalsband. Ey, das klingt so ein bisschen nach Hunderhalsband. Ich will tauschen. Wieso? Nein, das klingt überhaupt nicht nach Hunderhalsband. Nein. Wieso kriegst du Lederhalsbänder immer, hä? Warum? Warum kriegt der Türke immer die Hunde? Die Lederhalsbänder. Die Lederhalsband, Alter. Ja, warum krieg ich immer diesen Mist? Das ist so voll. Da? Ja, verdammt. Die Schwuchtel, die Lederhalsbänder hier in. Und die Lederhalsband. Ich krieg immer ein Lederhalsband. Warum? Ich krieg so einen hässlichen Unterarm. Eine Unterarmschiene. Ja, damit du den Speer besser halten kannst. Der knickt ja auch nicht so schnell runter. Ich will aber die Ohrringe. Tja. Nein, der Pick kriegt Ohrringe, okay? Ich brauch die, hast du nicht gesehen, wie hübsch sie sind? Genau. Die sind bestimmt aus Lapis Lazuli. Der Pick ist jetzt extra hübsch und natürlich auch hübsch. Habt ihr gehört? Der Ohrring sah aus wie aus Lapis Lazuli. Der Stein der Liebe. Jetzt ist er wieder bei Minecraft gelandet. Nein, den Stein gibt's wirklich. Ja, ich weiß, dass den gibt. Willkommen! Alle, ist ein Junge, doch. Ich hoffe, es gefällt euch hier. No, total. Sind hier überhaupt keine Gäste, ey. Ist voll Loser-Schuppen hier. Habt ihr den Hund pfeifen hören? Hier geht keine Party raus hier. Jetzt ruckelt's bei mir. Ja, möchte das sein? Das ist auch mal mit Joko. Das ist nur genug. Ja, warte, komm doch so. Warte, geh mal hoch. Ich glaube, wir könnten. Oh nein. Jetzt haben wir bei voll was verpasst hier. Nein, wir verpassen hier gar nichts. Es ist unser erstes. Hör mal. Du bist ja. Es ist unser erstes Kind. Wir hoffen, dass sie den Segen der Mana-Göttin erhält. Falls sie es noch nicht wissen, die Mana-Göttin ist tot. Auf jeden Fall. Wir erwägen in Kürze nach Wendel zu gehen, damit der Priester des Lichts unser Kind tauft. Außerdem sehr schöne Family-Story. Aber ich glaube, warte mal, lass mich mal hier hochgehen. Ich glaube, ich hab's gar nicht gegangen. Family-Story, aber jetzt sind wir ja schon bei Sat 1 angekommen. Hey, irgendwo könntest du hinter das Haus laufen und dann irgendwo hinten rein. Wunderbar. Was macht ihr? Nein, da sucht ihr den Hinterausgang, geht's nicht. Eigentlich hier im Haus, sondern, pass mal auf. Hier gibt's irgendwo zwischen den Häusern oder irgendwo gab's einen Gang. Dann könnten wir, guck. Nee, das wird. Da ist da wieder reingefallen. Oh, mal, Opa. Die Blumen blühen früh dieses Jahr. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Omen. Oh nein, das ist ein total schlechtes Omen, weil es dann total früh blüht. Wo gehst du? Geh mal runter, Ian. Was machst denn du da in der Tür, sag mal? Ich bin da gar nicht reingelaufen. Ich kann mich auch nicht bewegen. Tja, frisch. Nee, das ist auch nicht special. Ich las dieses Buch über den Mana-Baum. Ich hoffe, dass ich ihn eines Tages sehen werde. Ja, irgendwann, irgendwie, irgendwo. Irgendwann. Also hier in der Mitte nicht. Oh, wir sind just in time. Ah ja, okay. Na, dann verschieben wir das einfach auf den nächsten Part. Ja, warte mal, lass mal noch hier hochwinzen gehen dazu. Ah ja, ich glaube, da müssen wir dann hier hoch, glaube ich, irgendwann mal. Und was da drinnen dann ist, da gucken wir das nächste Mal. Alles klar, genau. Also, macht's gut, bis dahin und tschaußen. Tschüss. Ciao. Wiederhören.